Wir spielen jetzt ein kleines Spiel, liebe Lucy. Ja. In deiner Show geht es ja um Hitler, Hesselhoff und um ein bisschen Hip-Hop, habe ich gehört. Genau. Und ich habe mir gedacht, wir spielen einfach das Spiel, hat einen total lustigen Namen, Hip-Hop, Hitler, Hesselhoff. Ja, das ist so geil. Ich werde dir jetzt einige Zitate vorlesen. Oh Gott, ich bin total aufgeregt. Und ich möchte, dass du errätst, stammt dieses Zitat aus dem Bereich Hip-Hop? Ja. Hat es vielleicht der David Hasselhoff gesagt? Ja. Oder vielleicht sogar der Herr Hitler? Oh Gott, okay. Wir starten ganz einfach mal mit: Ich bin ein wenig enttäuscht, dass es kein Bild von mir in einem Berliner Museum gibt. Hasselhoff. Das ist richtig. Yes! Du hast aber leicht angefangen, ne? Mit der Nein, natürlich. Gott. Weil, wie wir ja wissen, hat ja David Hasselhoff das Lied zur Wende gesungen. Natürlich. Nicht zur Wende. Das Wende ist wegen dem Hasselhoff die Mauer überhaupt weil er passiert. Mit linker Blitzjacke dort gesungen hat. Hundertprozentig. Ja. Das weiß doch jeder. Das weiß jedes Kind. Wie? Das ist richtig heiß. Ja. Es wird Sommer in Hamburg. Ja, voll geil. Ich hätte dann noch was Einfaches. Betrinke dich nie. Betrinke dich nie? Das ist einfach? Oh mein Gott. Das hätte eigentlich jeder sagen können. Ich sage, das hat Hitler gesagt. Das hat tatsächlich Hitler gesagt. Das war etwas aus dem Vorwort zum Parteibuch der NSDAP. Aber er hat gesagt, betrinke dich nie. Arr. Betrinke dich nie. Ess lieber Gemüsesuppe. Ich möchte keine intellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Möchte keine intellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Also, ich sag, das ist Hip-Hop. Sagst du? Ja. Das war Hitler. Nein! Ja. Echt? Ja, das hat Herr Hitler gesagt. Und zwar Gespräche mit Hitler, mit Hermann Rauschning. Oh mein Gott. Ja. Krass. Was muss ich jetzt machen? Na du, komm, wir machen noch. Ich hab noch was da. Ah, okay. Wir sind noch nicht fertig. Ich hätte noch... Krass. Man sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Doch wer weiß, vielleicht habe ich ja gar kein Glück verdient. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich sage, das hat Adenauer gesagt. Nein. Das neue Spiel heißt das Hip-Hop, Hasselhoff, Hitler und Adenauer. Ja, genau. Entschuldigung, ich bin gerade eingeschlafen. Ich sage, das ist Hip-Hop. Und wer war's? Fahrt heißt ein deutscher Hip-Hop-Künstler. Wer kennt ihn nicht? Ich sage, vielleicht habe ich ja gar kein Glück verdient, yo. Ich würde da noch was sagen. Du hast es verdient. Es war ein Morgen im Juni, vor ungefähr 20 Jahren. Ich wurde als der Sohn eines reichen Mannes geboren. Ich hatte alles, was man mit Geld kaufen konnte, aber Freiheit hatte ich nicht. Hip-Hop. Das war tatsächlich der Anfang von Looking for Freedom. Was? Nein. Ja, doch. Das war der Witz. Krass. Oh mein Gott. Ja, gut. Okay, jetzt hast du mich dabei erwischt, dass ich die Lyrics nie richtig studiert habe. Ja, in Deutsch ist dann schon. Looking for Freedom. Geil. Scheiße. Eins machen wir noch. Wenn manche sagen, sie sind ein Phantast. Entschuldigung, wenn manche Leute sagen, sie sind ein Phantast, dann sag ich ihm nur, sie ein Idiot. Wenn manche Leute sagen, sie sind ein Phantast, sage ich zu ihm, sie ein Idiot. Hitler. Ja. Good for you, Hitler. Good for you, Hitler. Good for you.